müssen ganz leise sein, die Schlafende. Ja, es hört immer noch nicht auf zu gewittern. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. In der letzten Folge haben wir mit Summer einiges bestritten. Und zwar haben wir verschiedene Kräuter und Blumen halt gesammelt. Und ich frage mich halt generell, wie wir das halt auch noch geschafft haben, indem wir nicht gestorben sind. Zum Glück. Okay, gut. Also, ja, super, perfekt, alles klar. Was willst du? Achso, du musst auf Toilette, dann geh auf Toilette. Von dieses Zweie, ne? Und die... geht am besten nochmal schlafen. Das wäre halt ein bisschen angebracht. So, ich werde ein bisschen wieder vorspulen. Genau. Geh auf Toilette. Ich habe doch gesagt, du sollst auf Toilette gehen. Dankeschön. Und geh wieder schlafen. So. Mir gehen so ein bisschen die Ideen aus. Das eine ist, warum hast du kreatives Genie? Tu es, als ob du im Baumhaus spielst. Ja, das wäre doch was anderes. Ach so, 1000. Ach so. Geist und Körper. Ach. Meine Pyjama bitte teilnehmen. Selbstsicher werden. Lernen, Fahrrad zu fahren. Gottes Willen, was ist das denn hier alles? Verspielt auf einer Wasserspielmatte stampfen. Motorradfähigkeit erreichen. Okay. Und dann machen wir das hier. Da haben wir wenigstens schon mal eines durch hier. Fast. Selbstsicher werden. Du warst doch schon die ganze Zeit mal selbstsicher. Geh weiter schlafen. Oh, wir sollten vielleicht auch mal das Licht ausmachen. Das wäre halt auch mal angebracht, ne? Aber ich würde sagen, dass du weiter schläfst. Gut. Oh. Kannst du die Rechnung bezahlen? Anscheinend ja nicht. Mit wem kannst du denn Kontakt knüpfen? Mit Don Lotario? Gott, der hat ja schon wahrscheinlich ein Kind, ne? Ja. Andere haben wir hier gar nicht. Mit unserem Kind verstehen wir uns halt auch ganz gut. Wir könnten was mit dem Bruder anfangen, aber das wäre dann halt ein bisschen crazy. ja, Freunde hast du halt auch gar nicht so doll, ne? Oder hast du überhaupt Freunde? Gruppen? Familie? Romantik? Tiere? Kollegen? Oh. Oh Gott. Ey, zum Glück hatte ich noch nichts mit Nancy. Oder hier mit, ja genau, mit der Arbeit. Stell dir mal vor, Nancy würde mich daran hindern, dass ich nicht weiter befördert werde. Oh Gott, das, ey, dann würde ich mich gut mit ihr stellen müssen. Scheibenkleister. Wir sind ja noch nicht mal so weit mit dem ganzen Bild, ne? Ja, kannst du gerne machen. Und dann kannst du meinetwegen auch gerne was kochen. Nicht nur Summer. Welches Level bist du? Level 3. Da geht's aber los hier. Würstchen und Bohnen. Mach mal das und gut ist. Ja, und ich werde einfach mal ein bisschen weiter vorspulen, weil ich da sowieso erstmal noch gar nichts hier entweder machen kann. Was machst du jetzt? Ach, holst dir... Ah, okay, alles klar, was er mal gemacht hat. Ja, ich glaube, dass Dennis ein bisschen zu... sag ich mal, ein bisschen zu langsam ist mit dem ganzen Quark hier. Obwohl, warte mal. Lass mal stehen. Und du spielst dann erstmal SOS-Affenalarm. Dass du weg das Lama nicht spielst. Das ist dann doch wahrscheinlich besser. Anstatt, dass du denn halt schon was von Summer isst.
Na, wie es alleine so zu spielen, hä? Kein Bock mehr. Ah, du hast Hunger, ne? Am Mitkochen. Wie das denn? Urlaubsende? Dieser Urlaub dauert nur noch einen Tag. Du kannst die Ferien am Telefon oder am Computer verlängern, indem du Urlaub verlängern wirst. Hä, das ging jetzt aber ganz schön schnell, muss ich sagen. Ach so, ich wollte schon sagen, ey. Ich dachte, er hat jetzt für sich selber gekocht. Geht's dir nicht gut? Ach so, du musst auf Toilette. Ja, nimmt da trotzdem ein Gericht. Ihr habt ja auch Hunger, ne? Summer, ne? Die muss aber auch die ganze Zeit immer ganz schön doll auf Toilette, ne? Ne, okay. Da ist alles in Ordnung. So, und mit dir werden wir jetzt nochmal verpasste Gelegenheiten. Es kann frustriert sein, wenn eine der Sachen missachtet wird. Ja. Maximales Körperpotenzial deines Sims erreichen. Hier ist auch keine Musikbox, ne? Obwohl, geht das denn vielleicht? Dass man trotzdem Sport machen kann? Geht das? Wo ist denn hier Pop? Da. Zuhören. Nee, dann schalten wir da aus. Du redest mit deiner Tochter. Das ist schon ein bisschen böse, wenn du das machst. Was? Über Familie mit nachdenken. Über wen denn? War Theo? Ja, Theo konnte nicht mitkommen. Das ist dir schon klar, ne? Da ist ja noch ein Säugling. Ach so, über. Über die. Okay, alles klar. Sanft zu verbringen. Das macht Spaß, aber es ist auch deine Entscheidung. Ja. Will sie mit ihr eine Beziehung eingehen, wahrscheinlich, ne? Da musst du entscheiden. Also, du hast drei Kinder mit einem Typen, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob du da jetzt noch irgendwas eingehen möchtest, aber wenn du möchtest, kein Problem, sagen wir es mal so. Ja. Wir könnten halt angeln, aber es. Wir haben halt blöde Ta blöden, wir haben halt blöde Tage erwischt, Vielleicht leider. Chef Marmu. Loops, Finerba, Braga, Adunda, Walakoi, Gorshitabar. Und du spielst nicht weiter, warum nicht? Trainieren, du kannst schon mal trainieren. Ah, dann machen wir die Motorikfähigkeit. Alles klar, gut. Dann ist er perfekt. Dann passt das hier auch gerade. Oder Metall. Motorik? Ne, Motorik, genau. Dann sind wir Level 3, ne? Dann passiert. Das ist doch auch ganz gut. Wir müssen noch mit ihr ein Fahrrad kaufen. Das muss auch noch auf jeden Fall gehen. Geht die Hygiene wenigstens nach oben? Nee. Na dann. Selbstsicherheit. Hausaufgaben sind abgeschlossen, das ist super. Mozzarella Kontrolle und selbstsicher. Wir müssen mit ihr ein bisschen gut stellen, sagen wir es mal so, ne? Aber wir bringen auch nicht so viel mit unserer Tochter, aber die finden sich meistens halt immer selber. Liegestütze machen. War ja auch anstrengend genug, muss ich mal sagen. Kann ich denn wenigstens hier was machen? Dann jogge nochmal. Weil wenn du ja schon nichts findest. Guck mal, du gehst die ganze Zeit immer was essen, obwohl du nichts essen musst. Guck mal, du hast doch keinen Hunger. Aber du gehst trotzdem was essen, weil du ein Vielfraß bist. Nee, Wolken schauen. Nee. Was ist das denn? Kannst du es mal bitte wegschmeißen? Oh!
Warum das denn? Wird denn hier Feuer angemacht? Gut, dass ich nichts weiß. Nein, ich werde dich gleich blockieren, verdammt nochmal. Du rufst die ganze Zeit immer an. Ich weiß, dass du halt die Tante bist und das alles, ne? Aber das nervt. Das nervt. So. Du joggst, alles super. Nicht mehr lange, dann sind wir Level 10. Dann ist auch super. Bloß, dass wir dann halt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Muckis trainieren und das alles noch machen müssen und so. Gut. Aber den Bodycount sehe ich aber halt auch gar nicht nirgendwo, ne? Angst vor ungefüllten Träumen, ja. Stubenhocker, nein! Ich möchte Stubenhocker weghaben. Ach so, das geht ja. Das geht ja. Lebensstil. Selbstsicherheit. Ja, holen wir mal. Aber denn für hier, Julia, sie muss ja selbstsicher sein, ne? Ah, jetzt hat sie schon gemacht. Okay. Okay, sie wurde selbstsicher. Dann ist ja gut. Gut, dann kannst du es wieder behalten. Dann gibt Julia dir das wieder ab. Und gut ist. Super. Und Summer guckt Fernsehen. Super. Ah, hier. Mach mal Kanal wechselnd. Kanal schauen. Kochsendung für Ideen schauen. Genau, so war das. Weil ich glaube, da levelst du dann, glaube ich, auch die Kochfähigkeit, die Feinschmecker-Kochfähigkeit, weiß ich jetzt nicht. Kanal schauen. Ja, Kochkanal, aber Hirn fürs Kind schauen. Was zum Teufel? Okay. Das ist mir ein bisschen zu viel, muss ich jetzt sagen. Okay, Gourmetspeisen bei einem einzigen Veranstaltung zubereiten. Oh Gottes Willen. Das wird ja auch noch sehr interessant. Weil ich mag ja halt auch keine Ereignisse planen. Und wenn das jetzt halt auch noch kommt, dann habe ich ja richtig Bock drauf. So, der Urlaub ist schon fast vorbei. Du kommst wieder von Joggen zurück. Und du hast Sinn des Lebens. Welche Wahl hat Dennis Julius eigentlich? Alles, was er tun möchte, scheint immer außer Reichweite zu sein und von ihm überschattet zu werden. Warum das denn? Warum fühlst du denn so? Love yourself. Botzen. Alter, nein. Machen wir nicht. Joggen gehen, an die Grenzen gehen. Machen wir das mal so. Kannst du wenigstens noch was in deinem Körper machen? Genau, und jetzt unterhältst du dich mit deiner Tochter, ist auch schön. Eigenes Verhältnis. Ach so, was wir machen können. Erziehung und bitte beibringen, danke und sonst irgendwas zu sagen. Genau, Manieren. Oder warte mal, was? Erziehung, Bedürfnisse aktuell im Verhältnis ermutigen. Anscheinend müssen wir nur das machen, ne? Irgendwas zu essen. Ermutigen. Achso. Oder machen wir jetzt gerade Entschuldigung? Bitte, Breibing. Ja, okay. Also Manieren kriegt sie. Kann man denn wenigstens auch die Manieren schon wieder, ne? Aber Manieren gehen hoch, das ist doch schon mal ganz gut. Willst du nicht mit ihr nochmal beibringen, Entschuldigung zu sagen? So. Mirene, Banja,
Ich denke mir auch nur so, was willst du von mir? Ich mach doch, ich bin doch nett. Ja, bist du, aber wir möchten das halt auch lernen, ne? Ah, da ist es. Perfekt. Genau, das wollte ich hochhaben. Gut, der macht mal weiter, okay? Super. Und du gehst immer noch an deine Grenzen. Das dauert jetzt auch nicht mehr lange, bis du halt jetzt Level 10 geworden bist, ne? Level 77. 77%. So wollte ich das haben. So, ich werde euch einmal ganz kurz alleine lassen. Ich werde mal Summer und Julia euch ein bisschen unterlassen. Bin gleich wieder da. Dodavup, Parasakong Garnoosh, Pipawa, Dipuna, Shula, Mirine, Banja, Lanzaya Slekem, Piva, Belko, Dodavup, Parasakong Garnoosh, Pipawa, Biba, Finuza. Hä, was ist das denn? Summer wurde alleine gelassen? Das geht ja gar nicht. Julia! Julia! Mach da einmal! Ey! Hallo! Bestrafen. So. Ich bestrafe dich. Ich bestrafe dich. Man achtet einmal nicht drauf und schon spielt die Splatoon, ey. Oh. Und ich muss das jetzt sauber machen, Fräulein. Aufräumen. Ich hab ja außer. Sie kann aber jetzt auch nichts machen, ne? Oh, das ist aber cool. Ja. So. Das hast du aber auch gebraucht. Weil, das habe ich auch mal gemacht. Die wurde halt ins Zimmer mal geschickt. Der Geburtstag von Julia naht. Oh, ist aber schön. Okay. Du hast recht, ich werde das bei der nächsten Begegnung klären. Zum Beispiel, jetzt würde ich sagen... Was? Ja, bitte, Marc, perfekt. Ja, gerne. Okay. Einfach mal wieder plaudern. Vielleicht müssten die mal zusammen einen Kollegen Urlaubstag machen. Das könnte man eigentlich auch mal machen. Aber komischerweise konnte ich halt Lisa auch nicht mitnehmen. Gemeinsam Urlaub einladen. Das brauchen wir auch nicht mehr, ne? Ach so. Nee. Das wollen wir jetzt nicht machen. Übernachtungsdings. Sie hat ja eine eigene Wohnung, deswegen. Gut. Ich glaube, 0 Uhr wird der Urlaub vorbei sein. Oder 6 Uhr. Ich weiß nicht ganz genau. Können wir nochmal hier gucken, ob hier noch irgendwie Kräuter sind oder sonst irgendwas. Ich werde dann wahrscheinlich zu Hause vielleicht weitermachen. Persönlich gleich erforscht. Ja, ist doch cool. Jetzt bist du auch noch fröhlich. Du hast so viele zusammen... Also so viele Merkmale gerade. Jetzt bist du auch noch glücklich oder fröhlich.
Glückliche Säugling, Höhe, Selbstzufriedenheit. Ist doch schön. Pferdeliebhaberin. Gut. Ja, und hier könnt auch nichts zusammen jetzt anfangen, oder was? Ich glaube, wir können mal alle spielen, ne? Spielen mit. Und Julia. So. Let's go. Einfach mal hinsetzen und genießen. Die letzten Stunden mit euch allen hier. Yogs, warm up. Ey, hör auf abzulenken. Ist deine Tochter immer noch. Kangaroo? Oh, Aphrodite. Was machst du? Du hast keinen Hunger, okay? Du bildest dir das ein, du hast keinen Hunger. Verdammt nochmal, der möchte ein... Was machst du jetzt? Ich glaube, du sollst nochmal an die Grenzen gehen, sagen wir es mal so. Ne? Du sollst mal noch ein bisschen joggen gehen. Obwohl, warte mal. Du trinkst einen Energy Drink und dann gehst du joggen. Alter, nicht so doll. Kontrollverlust, ja. Vor allem, du hast das Merkmal fröhlich bekommen und jetzt hast du Kontrollverlust. Oh Mann, das ist ja so, wieder so perfekt, dass das passt wie die Axt auf Eimer hier. Boah, Summer, ey. Hör auf sowas und du bist... Manchmal bist du echt unmöglich, muss ich sagen. Du bist so unmöglich. Du lässt deine Tochter auch gar nichts übrig oder so. Erdbeerstrauch. Okay, Erdbeerstrauch ist auch nur... Ja, ich werde heute jetzt ein bisschen länger machen, weil ich jetzt gerade ein bisschen kurz weg war. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen länger. Kann ja mal gucken, was jetzt hier noch so alles ist. Wildnussuppe. Kann ich die mitnehmen? Kann ich nicht machen. Was ist das hier? Wenn wir das mal in Julia ganz kurz alleine und gucken mal, was das hier für eine Frucht ist. Oder bestimmte Frucht ernten. 5 Holunder! Oh mein Gott, Holunder ist das! Wie cool! Okay, stopp. Wir machen hier weiter. Gucken, was noch hier so ist. Kamille. Okay, Kamille ist das. Das brauchen wir jetzt nicht, wir haben ja jetzt genug. Können wir noch weiter gucken hier. Das ist der Erdbeerstrauch, ja. Das ist auch wahrscheinlich nochmal Kamille, ne? Ja, Kamille. Ja. Aber sonst auch gar nicht mehr, ne? Ja, die brauchen aber auch ganz schön lange, bis die fertig werden. Basilikum. Davon haben wir genug. Was machst du denn? Schirm öffnen. Okay. Super. Jetzt brauchen wir nur noch Glühwürmchen. Dann haben wir ein Serum oder eine Creme entwickelt, aber irgendwie sehe ich hier keine Glühwürmchen um 19 Uhr. Vielleicht müssten wir einfach nur das Grill anzünden, Feuer anzünden. Gut, du bist zu Hause, das ist perfekt. Ja, aber irgendwie hätte ich mir halt auch einen schöneren Tag gewünscht, muss ich sagen. Ja, es ist so, keine Ahnung, es ist so... Na, wie sagt man? Es ist so nass. So träge. So alles so mäßig. Und das ist einfach so. Muss jetzt auch nicht sein. Gut. Müssen wir jetzt noch wirklich bis Nacht warten, bis jetzt da noch irgendwas passiert? Gut, du gehst auch mit raus. Super. Du kannst ja noch... Oh! Nein, das wollte ich gar nicht.
Was macht ihr denn jetzt? Liegestütze. Ja, ist doch egal. Setz dich trotzdem hin und du dich auch. Shinpour Falleru. Aber können wir das jetzt machen? Trauerbann-Option. Aber Holunda habe ich doch jetzt, oder nicht? Camus Bantrip. Spino? Shufflet. Ja, Fruit. Nurchel Closinex. Wavu. Ruskan Lumpima? Anscheinend ja nicht. Snubara. Sama. Hast du das nicht eingesammelt? Wo war das jetzt? Hier. Hat sie aber. Und das war Holunder. Das war Erdbeerstrauch? Ja, komisch. Anscheinend hat sie denn doch kein Holunder gemacht. Rose, Gänseblümchen, Salbei. Nö, nix da. Schade. Oh, hör auf! Ey, du hast doch keinen Hunger. Was ist denn los mit dir? Du hast doch keinen Hunger. Du hast sofort schon was gegessen. Willst du mich verarschen? Geh ins Bett. Geh ins Bett jetzt. Verdammt nochmal. Und du gehst auch ins Bett, okay. Gehen jetzt alle ins Bett. Verdammt nochmal. Was ist denn los mit dir? Warum bist du überhaupt jetzt... Oh, das müssen wir abgewöhnen, wirklich. Warum gehst du nicht ins Bett? Hattest du Angst gerade, oder was? Okay. So, Leute, das war es jetzt auf jeden Fall von der Folge von die Sims 4. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hättet ihr das gerne Däumchen nach oben, da kommentiert nicht vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge. Bis dahin sage ich bye bye.